Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Mokka. Schön, dass du da bist bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Unsere FIFA 18 Saison mit dem SC Paderborn. Road to Liga 2 quasi. Ja, wir haben die Aufstellung letztes Spiel schon gemacht. Und jetzt gibt es gleich das Spitzenspiel. Zweiter gegen Dritter, SC Paderborn gegen Unterhaching. Wir bleiben auf jeden Fall Zweiter nach dem Spiel. Aber wir müssen mal gucken, ob wir dann noch diesen Vorsprung haben. Starten wir das Spiel mal. Wir spielen in Unterhaching. Und dann wollen wir mal. Ja, was soll ich erzählen? Gibt eigentlich nicht viel, es ist immer noch derselbe Tag wie das Video, was seit gestern veröffentlicht ist, sehen konntet. Bedeckt. Dann sehen wir uns natürlich nochmal schnell die Aufstellung von Unterhaching an. Da sagt mir so auf den ersten Blick keiner. Welsmüller, den habe ich schon mal gehört. Und Taffershofer auch übrigens. Ansonsten sagt mir keiner was. Und dann starten wir mal das Spiel. Und Collins mit der ersten Chance. Genau, Greuz kriegt ja heute mal seine Chance von Anfang an. Diese Allergie macht mir extremst zu schaffen. Schade, das war eine sehr gute Torchance. Und Collins mit dem schlechten Pass, Taffershofer fängt ihn ab. Aber Krause passt auf. Und wieder Collins. Der nächste Angriff abgefangen von uns. Das dürfte abseits gewesen sein von Stefan Hein, glaube ich. Ritter. Oh, und Tietz vom zweiten Pfosten fast rein. Torabstoß. Das jüngste Heimspiel wurde gewonnen und daran soll heute angeknüpft werden. Das 1:0 haben wir damals schon gerecht gefeiert. So, Collins spielt den Ball auf Ritter. Und Tietz mit dem Foul, nachdem er an
der 15 von Unterhaching hängen geblieben ist. Michel bleibt wieder mal hängen. Stahl. Aufhaken. Wieder Stahl. Schimmer. Und das war knapp. Pfostenschuss von Unterhaching. Für Unterhaching geht es ja auch darum, oben dran zu bleiben. Eckball. Schade. Da hätte mehr draus werden müssen. Am ersten Pfosten hängen geblieben. Der kurze Eckball. Taffershofer zu JP Müller. Und Tietz vom Strafraumrand, aber gut gehalten von Müller. Böder mit dem Kopfball, aber wieder Müller. Der SC Paderborn mit mehr Chancen, die größte hatte wahrscheinlich bis jetzt Unterhaching. Und hängen geblieben die Flanke mal wieder. Mühl, Gretsch da, Heidenbeck muss das gewesen sein. Und Katastrophenpass, abseits aber von Hein, das war Glück. Da gibt es natürlich dann die gelbe Karte für Mühl. Verdientermaßen. Jetzt wird das Spiel wieder aufgebaut über Collins. Kreuz. Schafft er es, den Ball zu erlaufen? Nein. Müller. Seitenwechsel. Böder hat ihn. Entschuldigung. Und Kreuz bleibt hängen. Nee, Michel bleibt hängen. Auf Kreuzposition aber. Da geht er dazwischen. Kreuz verliert den Ball an Müller. Müll sehr weit vorne. Und Böder auf zu Lonski. Kreuz auf Michel, der wieder vom 16 Meter Raum Grenze abzieht. Und Halbzeit. Wir hätten es verdient, meiner Meinung nach, zu führen. Wir hatten viele Chancen. Unterhaching hatte ein, zwei große Chancen. Das darf nicht außer Acht bleiben. Aber insgesamt wäre die Führung verdient gewesen. Wir machen jetzt mal unsere Kaffeepause. Ich würde sagen, bis gleich. So, jetzt geht's weiter mit der Partie.
Unterhaching gegen den SC Paderborn. Ich stelle mal auf ein bisschen offensiver meine Aufstellung. Wichtig ist natürlich kein Gegentor, ein Unentschieden wäre für uns besser als für Unterhaching. Und erneutes Abseits. Goertz ist etwas kaputt. Dietz auf Strohdiek. Der zu Böder. Da war der Pass von Tietz katastrophal schlecht. Oh, oh, oh. Das gibt die gelb-rote Karte für Lukas Mühl. Dann müssen wir die Aufstellung von unserer Mannschaft ändern. Krause geht nach hinten. Wird für Schonlau ausgewechselt. Und Bertels kommt für Goetz. Eieiei. Natürlich gehen wir jetzt wieder auf ausgeglichen, weil jetzt geht es für uns eigentlich nur noch darum, das Unentschieden zu halten. Bertels, super gemacht. Der Konter über Zolonski. Dietz bleibt an Müller hängen. Der Schuss war nicht gut. Und Karadzic mit der Parade gegen JP Müller. Also ich vermute ganz stark, dass der Jan Philipp heißt. Ich weiß es natürlich nicht. Torres erobert den Ball von Böder. Ritter auf Collins. Und Zolonski scheitert wieder mal an Müller, der ein hervorragendes Spiel macht. Muss man definitiv sagen. Mir fehlt da eindeutig die Anspielstation mit Krause, die halt da ist. Och, perfekt. Abgefangen. Der kurze Abwurf auf Schonlau zu Böder. Geht jetzt nach vorne noch was für den SC Paderborn? Schade, hätte Tietz direkt durchlegen sollen. Schöne Idee von ist egal, aber abgefangen. Collins
fängt den Ball auf der anderen Seite ab. Zolonski war es natürlich mit der schönen Idee. Ich bin gerade am Überlegen, was ich mache. Ob ich, ja, das werde ich so machen wahrscheinlich. Ritter ersetze dafür Wasserbringe im defensiven Mittelfeld. Ja, das mache ich so. Tafashofer. Und Hein mit dem Tor. Verdammte Axt. Schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Aber ach, der sollte auf Basse kommen. Von Collins. Abstoß. Nicht mehr lange zu spielen. Das könnte gefährlich werden. Da holt er den Ball zurück. Hein mit dem schönen Pass auf Müller, der wieder zu Hein. Böder mit dem Foul. Jetzt natürlich sehr offensiv. Jetzt wird nach vorne gegangen. Wo geht da der Lupfer hin? Der hätte vorne auf Michel gehen müssen. Ist er nicht? Lux auf Torres. Und Daring will jetzt natürlich das Ergebnis verwalten. Es ist nicht sonderlich schön anzugucken, aber darum geht es denen gerade auch nicht. Oh, das war natürlich sehr schlecht gemacht. JP Müller auf Hein. Der mit dem Pfostenschuss Glück gehabt. Für Paderborn. Zolonski legt sich den Ball zu weit vor. Ne, das war Böder. Und damit ist das Spiel zu Ende. Wir mit der Niederlage gegen Unterhaching. Die rote Karte, die gelb-rote Karte von Mühl war zu viel. Schade, schade, Banane. Aber damit müssen wir umgehen. Wir sind ja nach wie vor Zweiter in der Tabelle. Auf dem direkten Aufstiegsplatz. Unterhaching ist nun jetzt richtig dran und der KSC zieht weg. Dann wird natürlich das Training simuliert. Da wird dann auch unser Jugendtrainer, der Jugendtorwart trainiert. Dass wir da halt auch einen anständigen Ersatz für Karadzic haben. Und so in 3-4 Saisons eventuell halt einen Nachfolger. Dann simulieren wir bis zum nächsten Spiel, machen noch die Aufstellung und das nächste Spiel ist das absolute Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter. Karlsruhe gegen Paderborn. Da freuen wir uns schon alle drauf. Ja, der erste Spieltag in der richtigen zweiten Liga, dritten Liga war ja jetzt. Und das Eröffnungsspiel Eintracht Braunschweig gegen KSC. Ihr wisst ja, Leute, ich bin Eintracht Braunschweig-Fan.
Und ja, es ist, wie bekannt wahrscheinlich, 1-1 ausgegangen. Meiner Meinung nach war Braunschweig die bessere Mannschaft. Kreuz hat kein schlechtes Spiel gemacht, trotzdem kommt wieder Adjesh rein. Auf rechts kommt Clement rein. Sonst bleibt alles so. Ja. So, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Mir bleibt nichts mehr zu sagen als ciao, ciao, euer Mucka. Ciao, ciao.